Ganz herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part haben wir das zweite Jahr abgeschlossen und gucken jetzt mal, was im dritten Jahr passiert mit Tante March. Ich find's cool, wie Harrys Klamotten auch, die im Film quasi sind, nur in Lego nachgebaut. Oh oh, Harry wird wütend, weil sie sein Foto weggehauen hat. Oh, das war ein ungünstiger Zufall. Dass Onkel Vernon Angst vor einem Stück Holz hat, ey. Das gibt's ja nicht. Ich bin mal gespannt, was das Level ist. Ob ich jetzt quasi hier durch den Ligusterweg laufen kann, weil hier sehe ich eine Menge Zeug, die so aussieht, als ob ich die zerstören könnte. Dieses Zeug und die Pflanzen da eben. Oh. Okay, das ist gruselig. Ja, ja, wow, wow. Der Nightbus. Ein sehr gekonntes Wortspiel übrigens im Englischen. Ist natürlich im Deutschen der fahrende Ritter. Im Englischen ist der Nightbus. Night wie Nacht und Night wie Ritter. Kleiner Funfact, den wahrscheinlich alle schon wussten. Aber anscheinend ist das Level nicht im Ligusterweg. Ich muss sagen, die Szene fand ich im Film auch ziemlich witzig. Auch hier cool gemacht. Und da sind wir auch schon im tropfenden Kessel. Ah, da haben wir schon den Pettigrew gesehen, ne? Ah, das ist Mr. Weasley. Ich dachte kurz, das wäre Ron. Was? Achso, Sirius Black ist ausgebrochen? Ja. I see. Neuigkeiten aus Azkaban. Ach Gott, das Monsterbuch. Oh, da ist es ja schon. Schnell auf die Tische. Ey. Ernsthaft? Kann ich jetzt mich hier nicht bewegen, ohne dass dieses blöde Buch... Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ah! Ich hasse Monsterbücher. Ich kenne zwar nur das eine, aber das mag ich echt nicht. Harry macht die Schublade auf. Sehr gut. Warum bin ich denn eigentlich mit Mr. Weasley? Irgendjemandem gehört doch dieses Buch bestimmt. Das ist ja wohl nicht er, dem das gehört. Okay, ich habe das Bild gerade gerückt. Das heißt... Ah, es ist da hinten. Ah, der lenkt das Buch ab. Cool. Oh, wie ihm die Knie schlottern. Habt ihr das gesehen? Mr. Weasley. Der ist ein voll ausgebildeter Zauberer. Und der hat Angst vor dem Buch. Unfassbar. Ich glaube, wir haben ja auch erstmal alles. Oh. Oh no. Hä? Was mache ich denn da jetzt? Heiliges Licht. Ist immer gut. Was zum Teufel passiert hier gerade? Ah. Die komische Kommode hat das Buch gegessen. Und kaputt. Bam. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich seine Hilfe leider nicht mehr. Oh, fuck. Muss ich... Was ist denn da unterm Bett? Ach, Schriftrollen. Wenn ich das jetzt nochmal... Hilft mir dann jemand anders? Tatsächlich. Cool. Jetzt hilft mir der Typ. Ich frage es nur, was der macht. Auf jeden Fall auch ablenken. Hilf mir! Feuer! Feuer ist gut! Und das... Was ist das hier? Ah! Luftpumpe! Bin gerade echt überfordert, was ich hier machen muss, weil dieses Buch ist...
ganz schön hart aktiv. Und das will ein Stückchen abbeißen, habe ich das Gefühl. So, jetzt können Sie mir noch helfen, gute Dame. Im Quietschähnchen, jo. Oh, das war ein Trickshot. Nicht schlecht. Komm, Mr. Weasley, mach's fertig. Jawohl. Könntest du bitte nächstes Mal dein Buch nicht rumliegen lassen, Ron? Das wäre sehr nett. Hä? Was ist er denn für einer? Ah. What the fuck? Warum? Was ist denn das? Was ist das? Okay, hier sind Zauberer am Start. Neffe hat den Hogwarts Express übernommen? Was ist hier los? Wer hat ihm das erlaubt? Okay, eins von fünf Boxen. Das ist gut. Hier ist eine Eule. Hilft die mir in irgendeiner Form weiter? Ah, die leert den Koffer aus von irgendeinem Schüler. Der wird sich freuen, dass seine Sonnenblume einfach auf dem Bahnsteig liegt, wer immer sowas mitnimmt. Wo muss ich denn da jetzt hin? In den Schornstein, ernsthaft? Cool. Jetzt kriegt Malfoy dein Problemchen, wa? Du wirst ein bisschen geröstet, mein Freund. Ich verstehe nur noch nicht genau, wie ich hier überhaupt irgendwie weiterkomme. Das habe ich schon mal hingekriegt. Ah, jetzt ist der Dampf weg, okay. Jetzt kann ich weiter am Bahnsteig entlang. Die ganzen Koffer hier, die Leute werden sich bedanken bei mir, dass ich hier mal so richtig aufgeräumt habe. Wer braucht schon Koffer? Ja. Auch keiner. So, ihr müsst da leider runter, Leute, oder? Oder auch nicht. Ich dachte, ich brauche deren Koffer vielleicht, aber sieht nicht so aus. Hier brauche ich... Oh, ja! Ah, das ist der Ersatz für Krätze dann quasi, wa? Krummbein. Ich verstehe. Oh, cool, die läuft jetzt hier auch rum. Wie nice. Und ist jetzt wieder zu Hermine gegangen. Ah, die werden wachgeklingelt. Ich habe Angst, da runter zu gehen, aber da sind Steine. Okay. Meine Angst war berechtigt, aber es ist kein Level. Doch, es ist ein Level. Nehmen wir mal. Das war jetzt natürlich ungünstig. Auf den Frust erstmal Koffer demolieren. So. Oh. Ah, man kriegt die auf tatsächlich. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Na dann, weil ich habe mich jetzt schon gefragt, wie ich hier weitermachen soll. Nein, dich will ich doch gar nicht. Obwohl doch, ich nehme es nur mit. Sorry, Hermine. Du standst im Weg. Und zwar volle Kanne. Wo ist denn hier nochmal der Trank? Den habe ich doch schon irgendwo gesehen. Oder? Nee, doch noch nicht. Erstmal das hier. Ah, das geht nicht. Da muss ich wahrscheinlich die andere Kiste draufstellen. Was zum Fick ist das für ein Zaun? Ich möchte wieder gute Musik. Sehr gut. Nee. Ist gar nicht nervig, der Lautsprecher. Warum schlafen hier denn alle? Ist doch voll spannend hier, was hier gerade abgeht. Der Hogwarts-Express fährt los, Leute. Ich nehme mal einfach an, Krummbein kann auch graben. Ah! Was ist das denn? Das Drehkreuz geht ham. Der Zauberer, den wir da gerade befreit haben, ich weiß nicht, wer das war. Der Tausender ist gerade natürlich einfach weggesprungen. Genau da wollte ich anzaubern. Perfekt. Hufflepuff-Wappen schon mal gesichert. Was kann ich denn hier hinten noch machen? Aha. Ja, wo sind die Coins dafür? Ich brauche. Ach du Scheiße, war da viel drin. Da hat aber jemand seinen Koffer voller gepackt, als das Mindestgewicht das zulässt, nicht wahr? Ah, muss ich den Zug wieder ankoppeln? Hat Malfoy den abgekoppelt quasi? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, was passiert, wenn wir da dran ziehen. So. Erstmal Hermine sein. Die hat nämlich ihre Katze. Obwohl, eine Katze ist jetzt nicht so unbedingt dafür bekannt, dass sie buddelt, nicht wahr? Aber kann sie. Cool. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber ja, ich will Hermine sein, nicht die blöde Katze. Auch wenn die süß ist, tatsächlich. Ach verdammt, ich kann nicht Hermine sein. Oh. Sorry, Krummbein.
Okay, krass. Das gab ein ganzes Wappending. Einfach nur so einen Koffer zu zerstören. Aber muss natürlich auch erstmal drauf kommen, dass die Katze auch graben kann. Das war schon 200 IQ Plays. Jetzt wird Ron wieder krass gemacht. Alter. Der ist ja richtig hyperaktiv, ey. Und ziehen. Ja. Und so hat man ein eigenes Abteil ganz für sich selbst, Leute. Merkt euch das. Wenn der Zug mal voll ist, einfach ein Abteil ankoppeln. Mich hätte interessiert, wie die Story gewesen wäre, wenn er seine Ratte vergessen hätte. Weil dann wäre Sirius Black ja eigentlich zu den Weasleys nach Hause gegangen, ne? Um den zu finden. Und wäre niemals Richtung Hogwarts gelaufen. So, gute Dame mit ihrem Imbisswagen. Machen Sie mal Platz, bitte. Ah, guck mal. Auf geht's. Einmal die Tour durch den Gang. Hier steht einer im Weg. Bist du denn für einer? Hör auf, die nette Oma hier zu behindern. Okay, können wir jetzt gerade nichts gegen machen. Ach, der kriegt einen Dolly. Das war der Schüler in Not. Ne, das war nicht der Schüler in Not, schade. Aber Sugar Daddy Harry, der klärt dem einfach mal einen Lolli. Der bezahlt. Was muss ich hier machen? Ja, die Koffer einräumen, das ist klar, damit es ein bisschen... Da kommt da unten den. Das bringt irgendwie nichts. Das bringt was. Oh, das war schon im nächsten Abteil. Das bringt auch was. Ups. Die Tische wieder schön hochklappen. Ist auch immer wichtig. Ah, jetzt hat er auch was gebracht. Ich verstehe das eine nicht. Ich glaube, das ist hinter dieser verborgenen Tür. Wo ich eigentlich nicht hin soll. Aber aus Versehen das anzaubern kann. Man hört hier auch jemanden schnarchen. Lupin wahrscheinlich, ne? Auch wenn wir ihn noch nicht sehen. So, jetzt habe ich den nicht mal anvisiert gekriegt. Und mehr kann ich nicht machen. Irgendwas wie sehe ich da auf der Toilette an, aber da kommen wir nicht rein. Was ist das hier? Warum hat das? Warum ist das rot hier? Und was kann ich dagegen machen? So, meine Liebe, du kriegst auch einen Lutscher. Die Imbissfrau kann anscheinend ihren Job nicht mehr ausüben. Zu alt geworden. Weiß nicht mehr, worum es geht. Ums Verkaufen. Auch hier wieder die Tische hochklappen. Wie im Flugzeug. Im Falle eines Absturzes ist das wichtig. Falls der Zug entgleist, wird sie mir noch danken, dass ich ihre Tische hochgeklappt habe. Da ist Lupin. Was ist das? Tschüss, Imbisswagen, Oma. Jo, das ist hier ja absolut der beste Sitzplatz. Einfach komplett ohne Abteil im Freien irgendwie. Warte mal, die hat da so ein rotes Ding. Ist das so eine Eulenpost? Nee, oder? Oh, blauer. Nice. Oh, man kann hier nach draußen gucken. Oh, das ist cool. Das ist ein sehr cooler Shot. Da mache ich mir einen Screenshot von. Einfach, weil ich es kann. So, das muss eh hier rein. Das ist ja klar. So. Lupin hat sein Abteil extra abgeschlossen, aber irgendwelche Drittklässler kommen trotzdem rein, um mit ihm zu chillen. Na, tu mal nicht so, Lupin. Du schläfst doch gar nicht. Hä? Wo ist Harry hin? Paranormal Activity der feinsten Sorte. Professor Lupin kennt einen Zauberspruch, der die Dementoren verjagen kann. Und safe ist das der hier. Safe ist es das heilige Licht. Ich bin so froh, es endlich einsetzen zu können. Sinnvoll einsetzen zu können. Ah, jetzt kommen wir auch hier rein. Es war eben noch abgeschlossen, meine ich. Ich finde es auch gut, dass einfach alle Schüler ausnahmslos geflüchtet sind. Oder von den Dementoren verschleppt wurden, außer Ron und Hermine. Ah, und wie komme ich durch Eis? Mit Incendio, richtig? Das ist nicht Incendio, das hier? Auch nicht. Patronus? Ah, interessant. Wie komme ich durchs Eis?
Den Kollegen nimmt das heilige Licht mit. Wie cool. Lupin scheint keinen Mondschein zu mögen. Natürlich nicht, weil er ein Werwolf ist. Kann ich trotzdem irgendwie das Schloss anvisieren? Ja, aber es scheint nicht zu funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich muss man näher ran mit einem Charakter, der Mondlicht ausstehen kann und den Zauber beherrscht. Hier war ich schon. Geh kaputt. Die Dementeure können nix. Erst mal wieder alle Lichter anklappen. Das ist so eine mühselige, blöde Aufgabe hier, ey. Weil man die so schlecht anvisieren kann. Hä? Oh, eine Eispicke. Cool. Jo. Bisschen mehr Steine bitte noch. Holy shit. Huch. Ich werde jetzt auch erstmal Lupin spielen, ne? Der ist nämlich neu. Ich finde es aber cool, dass sie jetzt Ron und Hermine, wie es auch im dritten Teil ist, nicht mehr nur in ihrer Hogwarts-Robe rumlaufen, sondern halt in ihrer individuellen Kleidung so ein bisschen. Das macht das Ganze irgendwie cooler. Nochmal. Was ist denn das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah, ein Geschenkewagen oder so. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Oh. Ah. So kriegt man die Tür auf. Und der Mondschein geht weg. Da müssen wir lang. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, da wäre ein Secret hinter. Guck mal, jetzt kommen wir auch auf Toilette. Jetzt wird sie freigegeben. Da hat jemand in das Eis den Kopf gemalt. Da hatte jemand zu viel Zeit auf Klo. Was ist hier? Hä? Was habe ich denn da angezaubert aus Versehen? Oh. Das Waschbecken kann man anscheinend anzaubern. Das Klo auch? Nee. Vielleicht das Licht? Schade. Ich werde es leider niemals mehr heiliges Licht nennen dürfen, weil es ja jetzt klar ist, was das für ein Zauber ist. Ich meine, ich habe es mir schon fast gedacht, aber jetzt habe ich die traurige Gewissheit. Das heilige Licht ist tot. Es lebe Expecto Patronum. Dann wollen wir mal. Das erinnert mich extrem gerade an das dritte Spiel. Also das dritte Harry Potter Spiel von EA. Das dritte Nicht-Lego-Spiel. Da muss man auch durch den ganzen Zug sich kämpfen quasi, um am Ende den Dementoren gegenüberzustehen. Und hier suchen wir halt Harry. Huch. Ah ja, die Bänke kann man ja auch. Habe ich immer vergessen. So, haben wir alles hier. Die Kiste haben wir schon. Na, der Mentor? Ah, okay, ich dachte, ich kann den zum Schweben bringen. Das wäre sehr witzig gewesen. Soll das da oben eigentlich Überwachungskameras sein? Also das macht ja in der Welt von Harry Potter keinen Sinn eigentlich, oder? Aber was soll es sonst sein? Wir brauchen wieder Lupin. Nur er beherrscht Expecto Patronum. Bis jetzt zumindest. Bald wird es Harry auch können. Und vielleicht noch ein bisschen später. Ah, guck mal einer an. Ich sehe ganz genau, dass da was ist. Ein Charakter oder so. Oh, wie gemein. Ah. Cool. Bis jetzt sieht es ja richtig gut aus von dem Wappen. Ich frage mich, wann das erste Level ist. Wenn wir das tatsächlich mal vollkriegen sollten. Ob das überhaupt möglich ist für uns momentan. Der hat die Dementoren verschlafen. Auch interessant. Ach, okay. Ich habe schon gehofft, da wäre das letzte Wappen drin. War leider nicht der Fall, Mann. Lupin, lass das doch in Ruhe hier. Erstmal brauchen. Oh, lass es liegen. So, erstmal die Coins. Für wahrer Zauberer. Die brauchen wir. Denn das haben wir jetzt eigentlich relativ konsistent geschafft. Das wahrer Zauberer zu werden. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen her, dass ich das nicht geschafft habe, oder? Das letzte Level? Ich erinnere mich da nicht dran. Aber gut, man erinnert sich auch eher an Sachen, die man gut gemacht hat und nicht an Sachen, die man schlecht gemacht hat. Aber ich dachte, ich kann jetzt die Flasche irgendwie bewegen. Anscheinend nicht. Mit Wingardium? Nein. Na gut. Dann sperren wir das mal.
Okay. Wahrscheinlich, wenn ich das 5 Kisten finde, habe ich sogar das letzte Wappen. Oh, das wäre so cool, wenn wir das mal schaffen. Die Kiste hat mich auch dezent erschrocken gerade. Was habe ich da jetzt von? Ach, die nächste Pickaxe. Na komm, mach kaputt. Das ist ja unpraktisch, dass sie alles vereisen hier, die Dementoren. Muss ja irgendwann auch wieder weggehen. Sonst ist ja irgendwann ganz Azkaban vereist. Oh, wie cool, diese Gitter hier. Das ist wirklich aus dem dritten Harry Potter Spiel übernommen. Wie cool. Also dem dritten EA-Spiel. Ich muss es ja mal dazu sagen, sonst kommt wahrscheinlich Verwirrung auf. Da gab es auch diese Gitter. Das ist richtig cool. Ich habe nicht aufgepasst. Ich hoffe so. Ja. Das ist auch ein Zeichen, wenn die Rätsel so einfach sind, dass man, obwohl man nicht aufgepasst hat, das ungefähr noch hinkriegt. Was ist das hier? Ja gut, wo die hin muss, krieg ich gerade noch hin. Wahrscheinlich, ja, machen wir irgendwas, um das Mondlicht zu blocken. Damit der gute Lupin auch weiterkommt. Das Eis muss weg. Sehr gut. 4 von 5? Ja, das sollten wir doch hinkriegen, oder? So, hier auch noch ein bisschen Vorhang vor. Hä? Hallo, Hermine, mach das da dran. Sie lässt das immer fallen. Ah, jetzt. Guck mal einer an. Da ist die letzte Kiste. Come on. Come on. Jawohl! Wie geil! Das erste Level, wo wir es geschafft haben. Okay, da brauche ich einen anderen Typen. Und zwar Lupin. Kann ich auch so einen Kettenzauber machen? Die greifen aber auch irgendwie nicht an, die Dementoren. Ne? Die sind schon ganz schön kacke. Ho, ho, ho. Oh, das ist Harry. Sie haben Harry umgebracht. Das ist ein großer Riegel. Yay! Jetzt bin ich gespannt, ob man da irgendwas Cooles für kriegt. Mal schauen. Bam! 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 Ah, ein Stein. Ja, okay, macht Sinn. Ja, aber trotzdem, cool. Das erste Mal, dass wir es geschafft haben. Habe ich damit das Level nicht sogar 100% schon abgeschlossen? Oder irre ich mich? Ich habe den Typen in Not nicht gefunden, aber ich weiß auch nicht, ob es den gibt, ehrlich gesagt, in jedem Level. Eins, zwei, drei. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Dann setzen wir die Geschichte mal fort. Boah. Was ein Festmahl. Die Katze ist riesig. Jo, das ist Lupin, das ist Hagrid, den kennt ihr alle schon. Der ist auch Lehrer. Ich weiß, kann man nicht glauben, aber ist so. Harry Potter, der einzige Mensch, der von Schokolade rülpsen muss. Cool, wir sind wieder da. Im Schloss, wo auch sonst. Im guten Hogwarts. Wir können jetzt die Geisterstats einsammeln, glaube ich. Aber es bringt uns irgendwie nichts. Bevor wir ins nächste Level gehen, würde ich aber sagen, beende ich den Part. Tatsächlich. Weil ich nicht so mega viel Zeit habe, die nächsten Tage. Weswegen ich jetzt ein paar kürzere Parts mache. 1, 2. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.